Mike Eggers, was ist deine Lieblingsstellung, YouTuber Edition, auf dem Dodgeball-Event? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, gerade hier aus Hamburg. Wir befinden uns beim Red Bull Game Ball Royale Event. Man kann es schon sehen, heute wird hier Dodgeball gespielt. Mehrere Streamer, YouTuber gegeneinander. Ich bin Team Revi, ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Und Mike Eggers schreiben alle. Ja, Mike Eggers. Hanna war auch mit, die immer die Videos mit Aditoro macht, auch. Wir waren 2 Wochen in Mykonos mit Marc und dann fragt sie im Lift, wann Mike Eggers kommt. Sie nennt ihn einfach Mike Eggers. Wissen wir doch ja anscheinend nicht. Deswegen ist das jetzt Mike Eggers. Irgendwas, das ist auch falsch gelaufen mit meiner Rückennummer. Warum hab ich die 69? Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf einen richtig, richtig coolen Tag und auch viele meiner Freunde wiederzusehen. Und da mischen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen ins Getümmel und stellen mal die ein oder andere Frage. Carsten, wie immer, hinter der Kamera. Danke an Red Bull, danke an Revi auch, dass ich dabei sein darf. Ich hab Bock. Ach, 2000 Leute, ausverkauftes Haus hier später. Hier wird's richtig voll. Und im besten Falle wird die Stimmung auch richtig abgehen. Aber jetzt... Die Stimmung war richtig gut. ...wird erstmal die ein oder andere prikante Frage gestellt. Auf geht's. Dodgeball echt geil. Einfach so ein unglaublich leichter, so ein unglaublich simpler Sportart, so ein Schulsport. Das spielst du ja in der Schule bis, keine Ahnung, bis zur 9. Klasse oder sowas. Aber war echt geil, Alter. Digga, Mike Eggers wiegt irgendwie 110 Kilo. Ich weiß nicht, wie der so fetzen kann. Wahnsinn. Was ist deine absolute Lieblingsstellung? Absolute Lieblingsstellung? Absolut Reiter. Absolut Reiter? Da ist, sag ich mal... Du reitest gerne? Ja, also ich bin halt der halt oben ist, ne? Ja, ja. Aber jetzt kannst du die mal vormachen? Ganz kurz, nimm kurz bitte mein Handy. Sehr gerne. Was ist deine absolute Lieblingsstellung? Nimm dir die Zeit. In der Zeit frage ich die Freunde. Lieblingsstellung? Okay. Ja, aber finde ich auch gut. Also wirklich reiten jetzt mal ernsthaft? Reiter beste, ja. Also, weil man muss nicht so viel machen, ne? Nein, aber es fühlt sich auch einfach sehr gut an. Wobei ich in letzter Zeit auch in Bereiche des Doggies sehr gut hervorgedrungen bin. Heißt jetzt im Bereiche des Doggies, klingt für mich voll nach Anal gerade. Das könnte auch anders zu verstehen sein, richtig, gebe ich dir recht. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin ein absoluter Standard. Aber da ist für mich schon wirklich eine Stellung zu entdecken, für sich neu zu entdecken, also im gleichen Loch. Schon eine Neuerung, wie ein Update. Sag mal so, es kommt auf den Partner an. Auf die Größe? Nein, auch. Ja. Ja, doch, nicht unterschätzen, ohne Witz. Es gibt gewisse Stellungen, da spürt man mehr. Ja, definitiv. Aber ich würde sagen, es kommt auf den Partner an, weil beide müssen Spaß haben. Und wenn ich merke, mir gefällt die Stellung ihm aber nicht, dann habe ich auch keinen Spaß. Was gefällt dir dann am besten? Kennt ihr das, wenn der Mann liegt? Die Frau liegt auf ihm mit dem Rücken quasi von hinten, aber liegt. Das Gute ist ja vor allem, der Mann kann natürlich dann auch noch die Brüste, weißt du? Das ist halt auch cool für den Mann. Ich habe heute eine ganz besondere Frage. Ja. Und zwar... Romatras, ich stand daneben. Ja, da stehe ich. Natürlich stand ich daneben. Man sieht mich ja, wie ich daneben stand. Ich hoffe, er hat alles reingeschnitten. Romatras Antwort wird bodenlos. Was ist denn im Bett deine absolute Lieblingsstellung? Ich würde sagen... Vorher überlegt jetzt so lange und dann kommt die Antwort. Doggy tatsächlich. Mhm. Also aktiv oder passiv? Ja, muss man dazu fragen. Beides. Der hat die Frage nicht gecheckt, Digga. Beides. Ja. Nein, aktiv eher. Ach, du kassierst auch gerne mal. Entweder gibst du oder du bekommst. Ich würde eher geben. Eher, aber anders wäre auch... Ich würde eher geben. Habe ich noch nie ausprobiert, ja. Aber ich bin nicht abgeneigt. Nein. Nicht 100% abgeneigt. Das war aus... Was? Romatra möchte bei Doggy derjenige sein, der empfängt? Romatra? Ja. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Was hast du da gerade mit meinem Sidekick Romata gemacht? Wir fragen nach der Lieblingsstellung. Ja, und der will der Empfänger sein bei Doggy? Ja, es geht ja. Jetzt. Was soll das mit dem Blick? Unverblümt mal nachgefragt. Wie ist es bei dir, bei euch zu Hause? Ja, das da wurde ich schon oft gefragt, da gibt es keine Antwort drauf. Witzig, ne? Wirklich? Oh. Ja, das wissen die Leute doch. Die Leute wissen? Was wissen die Leute? Dass ich, da bin ich verklemmt, da kann ich nicht drüber sprechen. Ach so, ich dachte, die Leute wissen die Position. Ach so, nee. Also Doggy. Die Frau liegt quasi auf der Seite, ne? Da kann man halt alles so schön machen. Ach so, die ein Löffelchen. Nee, nicht im Löffelchen. Ja, nicht wirklich im Löffelchen. Genau. Weil da kann man, da kriegst du... Sie liegt, er kniet. Ah, okay, ja. Ja, sie liegt, er kniet.
Ja, weil da kriegt er halt die Ansichten von Best of Both Worlds. Choke my hair, slap my ass, pretty much, you know? Was machst du denn hier für eine Umfrage? Das ist die Umfrage. Das ist die schon. Lieblingsstellung von YouTubern, Streamern, Instagramern. Ach krass, geil. Das wird bestimmt ein geiles Video. Werde ich drauf reagieren? Ja, okay. Grüße perfekt. An mich selber. Ja. Bist du ein Alter. Profi-Tisch? Da habe ich mich mal auch selber gegrüßt. Wie cool. Schiss. Nicht unbedingt. Haare ziehen ist super. Choke my hair, slap my ass. Genau. Rumatra. Team? Ja. Team Doggy dann. Leute, wissen, welchem Team er ist. Der Team war platt, aber der sagt einfach, er ist ein Team Doggy, Alter. Rumatra ist so krass, ne? Was ist deine Lieblingsstellung? Doggy. Oh, das kommt so schnell raus. Wirklich? Okay, wenn ich es drüber... Ja, doch, die Doggy. Also ja? Das war eine schnelle Reaktion, aber auch die wahre. Ja, die ja, meistens sind diese Impulsantworten, das sind die ehrlichen. Wenn man darüber nachdenkt, man so eine komplizierte, weißt du, mit so oben, so schräg. Ich glaube, man kann sich da ein bisschen drin verrennen, indem man es so kompliziert macht, weißt du? Und dann wird es auch nicht mehr geil. Ja. Wenn du das mal so eine halbe Stunde aufbauen musst, irgendwie, und dann so, ach, keine Ahnung, hier, weißt du, du hast ein Bein hier, eins da unten, ist scheiße. Ja? Lieblingsstellung der Schweizer? Du musst immer für die Schweizer sprechen, du weißt das mittlerweile, ne? Okay, Lieblingsstellung der Schweizer, ich mache jetzt ganz langweilig. Nee, von dir. Okay, von mir, Missionar. Gibt ja einen Grund, wieso so viele Leute die machen, weil es halt gut ist. Ja, weil die super einfach ist, ne? Ja. Da musst du wirklich nicht viel für können. Ich finde, die kommt sogar noch besser mit der Mutter. Wie bitte? Schweiz. Muss ich mir eine aussuchen? Nee. Deine Top 3. Reverse Cowgirl. Was ist das denn? Reverse Cowgirl, wenn sie nicht, also wenn sie auf dir sitzt, aber mit dem Hintern. Ah, okay. Skisprungspanier, sag ich dazu mal. Skisprungspanier. Kennst du das? Bei der Skisprungschanze ist immer dieser hier. Ja. So. Und den Spanischen ist vorwärts, aber das ist der Skisprungspanier in die andere Richtung. Ah ja. Weißt du? Ja, Reverse Cowgirl heißt es, genau. Heißt das offiziell so? Genau, Cowgirl ist ja, wenn sie so sitzt und Reverse Cowgirl so. Ansonsten ganz klassisch einen schönen Doggy, ne? Klar. Ich mag es am Anfang sehr kuschelig, gemütlich, missionar. So mag ich das am Anfang. Den australischen Wal macht er, Digga. Nein, wirklich. So ein bisschen erstmal rantasten. Ja. Also Vorspiel ist das A und O. Was ist, bedeutet Vorspiel bei dir? Meistens ist es erstmal mehr Schreuer. Genau, also erstmal Creative Arena, Fortnite, ein paar 90s bauen und dann halt vielleicht nochmal ein paar Edits üben und dann den 200 Only Pump hitten. Also Vorspiel, bist du so ein Massagetyp mit Öl? Ja, ja, ja. Wirklich? Ja, ja, ich kann super massieren. Ja? Ja, ich habe super Hände. Guck dir meine Hände an. Kannst du mal einmal? Ah, warte mal. Leg dich mal ganz kurz hin, komm. Fühlt sich schon falsch an, Amma. Oh, Digga. Oh mein. Was ist mit der Umfrage passiert? Doggy ist so einfallslos, so seitlich so. Ja? Weißt du? Diese Löffelchen nochmal. Diese lockeren Löffelchen. Mit Bein von ihr oben? Nein, einfach so seitlich. Ja? Das ist nicht so anstrengend. Und meine Ausdauer langsam. Quatsch, Alter. Eigentlich müsste eine Aussage reiten. Ja. Ah, ja, reiten. Ey, voll viele haben gesagt, reiten. Nico meint, muss hier nichts machen. Reverse Cowgirl. Oh, jetzt kommt er aber langsam. Aber hast du da gerade einen Stiffy in der Hose, Brody? Lieblingsstellung. Ja, okay, ist eine Anteilsfrage. Habe ich aber schon mal beantwortet. Ich glaube, es ist von vielen Jungs so. Von dir? Ja, aber von mir persönlich auch. Doggy ist schon. Ja? Ja, von dir? Was von dir? Missionar. Echt? Wirklich, ja, ich habe in dieser Umfrage. Nein, ich habe wirklich da auch mal richtig ehrlich geantwortet. Ich mag es, die Frau zu sehen. Ja, das stimmt. Also hat auch seine Vorteile. Aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, glaube ich, dann. Doggy. Ja. Okay. Dann ist es erstmal die Missionarstellung, um zu gucken. Wie wohl fühlt sie sich? Ja, sehr gut, gutes Thema. Genau. Und dann wird's rough. Choke my hair, slap my ass, pretty much, you know? Willst du mir das auch einmal? Nein. Leg dich mal ganz kurz hin. Carsten, wir müssen weiter. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich dachte, das wäre eine andere Frage. Ja, das war die Frage. 3000. Wirklich? Du hast nicht gefragt, auf welchem. Wo ist dein Geld geparkt? Ja, auf welche 4 Konten. Ja, alle 4 zusammen? Das weiß ich nicht. Über 100.000. Butter bei den Fischen, aber muss jetzt auch nicht so tun, als hätte man fast kein Geld. Ich sage einfach mal ja. Aber 100k. Ja, aber ich appreciate es sehr. Sei dir gegönnt. Danke, danke. Dir auch. Hugo, was ist deine Lieblingssexstellung? Ich habe keinen Sex. Ja, aber wenn du Sex hast, was machst du da am liebsten? Ja, weiß ich nicht. Ich habe einmal erst. Okay, und wie hast du da Sex gehabt? Ich weiß nicht, wie die Stellung heißt. Darfst du kurz anmerken? Für Hugo auch mal. Ich hatte mein erstes Mal erst mit 19. Ja, ich auch. Willst du? Nee. Wie war die Situation? Warst du oben oder unten? Digga, ich war Seite. Seite? Digga, das war um 6 Uhr morgens. Wir waren beide viel zu müde. Und Digga, das war scheiße. Alles klar. Macht euch keinen Stress. Das hab ich saß ja auch daneben. Das ist nicht verstanden. Die waren um 6 Uhr morgens komplett müde. Lagen seitlich nebeneinander. Und dann hatten die noch Sex. Ja, macht euch echt keinen Stress. Wie gesagt, bei mir war auch mit 19. Wenn's passt. Lasst euch Zeit. Also ehrlich. Was haben wir jetzt gesagt? Doggy. Doggy nicht gesagt. Was hat der gesagt? Der hat irgendwie so eine Bauchwelle gemacht. So ein Wurm. Dein Mann hat schon vorgemacht. Ja, ich hab schon.
Was ist denn bei euch abends los? Der macht den Wurm oben drauf. Wie hältst du das auf? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich sah echt interessant aus von Weitem. Ist das die Performance, die er dann macht? Nicht ganz. Ich würde mal nicht sagen, dass es meine Lieblingsperformance ist. Da gibt es andere. Der macht dann auch irgendwie Bauchtanz oder was? Ja, der will mich ja in Stimmung bringen. Ist es das? Das ist es. Ja. Und so versucht er mir erstmal, sich so ein bisschen zu tanzen, mich locker zu machen, dann geht's los. Löffel. Also so, ich hinten, sie vorne. So. Und was ist heute deine Umfrage? Lieblingsstellung. Liebe, Marc. Oh, da, oh, oh, oh. Hey, dabei, geil. Da, einfach so raus? Ja, hau einfach raus, ja. Scheiß auf Doggy. Scheiß auf Doggy? Ja, einfach das Doggy. Ab heute ist von Stefan Gehrig und meiner Wenigkeit der erste Malle-Song zusammen draußen. Party, Palm und Suff, Suff. Checkt es unbedingt ab. Ist der erste Link, Spotify, überall könnt das Ganze streamen. Der gute Noah war nämlich auch mit beim Musikvideodreh, aber... Eine ganz entscheidende Frage, was ist deine Lieblingsstellung? Baseball-Keule. Also ich bin da eher so der verwöhnerische Typ. Oh, geil. Inwiefern und verwöhnst du? Ja, 69, aber ich bediene auch gerne. Ah, okay. Also ich bin eher der Gentleman im Bett. Ich mag es, wenn sie reitet, aber du hast halt keine Kontrolle, das ist das Problem, ne? Ja, warum? Du hast Angst vor Kontrollverlust? Ja, wenn es ein bisschen zu schnell ist, ne? Und du dann irgendwie denkst, okay, oh, nicht, dass ich jetzt komme. Und dann denkst du dir, oh, nee, Moment. Und dann musst du halt dann natürlich die ganze Frau erstmal festhalten und sagen, stopp. Was machst du? Was sind deine Techniken, um nicht zu früh zu kommen? Ja, und das funktioniert eben in der Reiterstellung nicht so gut. Weil du kannst nicht kontrollieren. Ja, genau. Bei Doggy kann man kurz mal die Geschwindigkeit rausnehmen, slow down. Geh mal ehrlich an die Jungs da draußen, wirklich Real Talk. Wer kennt das Problem, in Anführungsstrichen, zu früh zu kommen? Mal ohne Witz, jetzt mal ganz ehrlich, hier nicht auf harten Max machen. Carsten lacht schon, ne? Immer der Frühabspritzer hier. Nee, aber wirklich, schreib mal rein, ja oder nein? Einfach nur, ja, ich komme zu früh, nein, ich kenne das nicht. Würde mich mal echt interessieren. Ich kenne Carstens Grinsen hinter der Kamera, wenn Marc irgendeinen Scheiß labert. Und das Grinsen habe ich gerade im Kopf, das ist super. Wir wollen Partypalmen und suff, suff. Freunde, das Event ist zu Ende. Ich habe einfach mal gefragt, was ist denn eure Lieblingsstellung? Ihr könnt es natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dickes, dickes Dankeschön wirklich an Amar, an Revi, an Gnu, an Papa Platte und natürlich auch an Red Bull. Dickes, dickes Dankeschön. Event war 10 von 10. Ich bin raus. Red Bull, Game Ball, Royal. Es war zu krass. Und jetzt verschenke ich noch mein Oberteil. Und der will der Empfänger sein bei Doggy. Geile Szene. Ey, geiles Video. Geiles, war gut, war klasse. War genau super, dass alle da waren. Großartig. Das ist immer nice. Wenn es so ein Event gibt, wo alle da sind, immer großartig.